Hallo, Servus und Moin, liebe Leute, und willkommen zurück zum kleinen neuen Angespielt. Inspektor Schmidt, Bavarian Dale. Das Ganze spielt 1866 in einem kleinen verschlafenen Nest in Bayern. Ich schätze in Oberbayern oder so. Wolpertshofen heißt's. Und ich habe mal gegoogelt. Eigentlich liegt Wolpertshofen in Bavü, also in Baden-Württemberg. Aber das ist halt Wolpertshofen in Bayern. So, das Spiel ist verfügbar. Und hier schauen wir mal kurz in die Einstellung, Leute. Ich habe schon gemerkt, die Musi, die Hobby leiser dreht. No? Wir haben die Möglichkeiten, den Text in Deutsch anzeigen zu lassen. Ich glaube, das ist nötig, denn die Sprache ist in Deutsch nicht verfügbar, aber alternativ in Englisch und in Bayerisch. So, ich würde sagen, wir gehen mal rein ins Spiel. Danke an die Entwickler von Active Fungus, die mich gefragt haben, ob ich hier nicht mal reinspielen will, mir das Spiel zur Verfügung gestellt haben. Und ja, schau mal rein. Schmidt, Sie reisen bitte schon unverzüglich nach, wie heißt es gleich, Niederwolpertshofen. Ich weiß selbst nicht genau, wo das ist. Irgendwo auf dem Land eben. Transfer und Logis sind bereits organisiert. Untergebracht sind Sie im Wirtshaus. Das ist scheinbar in der Nähe der Kirche. In diesen kleinen Ortschaften ist am Ende doch alles in der Nähe der Kirche. Finden Sie die, finden Sie auch den Rest. Jedenfalls ist Herr Griesbacher, der dortige Bürgermeister, informiert. An sich ergänzen Sie lediglich die lückenhaften Physikatsberichte vom Kollegen Drexler. Sie laufen im Ort herum und fragen die Leute nach ihren Verhältnissen und das notieren und berichten Sie. Und zwar zügig und vor allem vollständig. Sie brauchen sich nicht zurück in die Stadt trauen, solange nicht jede Einzelheit zu den Menschen in diesem Ort erfasst ist. Und dass mir ja keine Beschwerden kommen, Schmidt. Ich verlasse mich auf Sie. Gezeichnet Haller. So, der Haller, gell? So, also 1866 spielt das Ganze. Da war ich natürlich noch um einiges jünger, Leute, als Inspektor Schmidt Hobby Mieter Niederglosse in München. Hab da so ein klein bisschen Bayerisch gelernt heute. Und ja, war nicht ganz einfach, mich als Preis da niederzulassen und so weiter und so fort. So, wir haben eine Aufgabe im Notizbuch. Ich habe den Auftrag, die Physikatsberichte für Wolpertshofen zu ergänzen. Ich kann auf keinen Fall mit leeren Händen zurück nach München. Ich sollte dem Weg folgen. Er sollte mich direkt nach Wolpertshofen bringen. Wo ist dieser Weg? Da geht's auch nicht auf. Ich weiß nicht, Leute. So, da geht's nach Wolpertshofen. Die Steam-Bewertungen sind zum größten Teil negativ. Und ich schau mal rein, woran das wohl liegen kann. Und manchmal ist es ja auch so, weißt du, was der eine negativ findet, findet der andere dann richtig geil oder so. Nett auf jeden Fall, dass wir uns hier mal in Deutschland befinden. So, Steinpilz auf. Okay, hier können wir also auch Sachen aufheben. Finden. Mit Personen und Gegenständen agieren wir mit E. Das haben wir gerade gemerkt, weil wir einen Steinpilz aufgehoben haben. Gut, dann würde ich sagen, wir schauen uns natürlich erstmal hier um. Nehmen uns eine Brechstange und abbrezen. Brezen gehört dazu. Oh, da ist ein Schloss. Ich denke mal, da kommen wir auch noch nicht durch. Na, aber wir haben eine Brechstange. Auf der anderen Seite sollen wir da ja noch gar nicht hin, sondern eine Werkbank, lass mal schauen. Eine Rezeptsammlung. Wir können eine Laterne auffüllen. Okay, wollen wir mit dem Kleinen hier reden? Grüß Gott, junger Mann. Valentin Schmidt, mein Name. Der Junge schaut zu dir auf. Sag mal, was machst denn du allein hier im Wald? Ich so Schwammerl? Schwammerl. Ja, Schwammerl.
Sie sind wohl nicht von da. Pilze such ich. Sind Sie etwa ein Zugroster? Ja, merkt man, ne? Aha, verstanden. Sag mal, musst du nicht daheim sein? Heim? Ah, da ist auch nicht viel besser. Da bleib ich lieber draußen. Da findet man immer wieder Sachen, die man sich nicht erklären kann. Vorhin zum Beispiel. Da hab ich beim guten Sebastian auf dem Hof gesehen, wie ein Vogel einen Wurm aus dem Boden gezogen hat. Und wissen's, was ich mir da gedacht hab? Na, weiß ich nicht. Ich hab mich gefragt, warum's jetzt genau den Wurm erwischt hat. Wer entscheidet es denn? Okay, wir sind 1866, liebe Leute. Was der Herr im Himmel oder willkürlich? Ich frag mich, ob ich darauf jemals eine gute Antwort krieg. Irgendwie fürchte ich mich auch vor ihr. Aber jetzt suche ich gerade keine Antwort. Jetzt suche ich leckere Schwammerl. So wie die von der Mama immer gewesen sind. Daten sie mir auch ein paar Schwammerl suchen. Gibt ja Leute, die sagen, dass die geheime Kräfte haben. Also, die Schwammerl, nicht die Leute. Ich glaub, 10 Schwammerl sind ein guter Anfang. Na komm, kleine Nebenaufgabe. Ach, und wenn Sie den Vater singen, sagen Sie ihm bitte nicht, dass ich da bin. Ich will nicht schon wieder ein Watschen kassieren. Na gut, Leute, geh mal Schwammerl suchen. Aber Fliegenpilz, na ist ja egal. Hauptsache Pilz, ne? Okay, hier gibt's einiges zum Einsammeln. Bilsenkraut und Fliegenpilz und alles Mögliche. Na? Wir gehen vorsichtig hier entlang und gucken mal nach. Da ist, glaube ich, auch noch mal ein Pilz. Ich komme gerade hier nicht drauf. Also scheint, ich glaube nicht, dass wir springen können. Amazin? Nee, glaube ich nicht. Aber von der, guck mal, von der Seite kämen wir rüber. Ich denke mal, wir werden jetzt wieder zurücklaufen müssen. Ich weiß aber auch noch nicht, wie viel wird. Wie kommen wir denn ins Inventar? Wollen wir schauen. Die Bestandsliste. Wir haben einen Fliegenpilz. 4 Steinpilze. Und das reicht natürlich noch nicht. So, da haben wir ein Schloss. Tor ist abgeschlossen und wir können nur weggehen, okay. Wie ich unser Inventar nutze. Moment, hier ist noch ein Pilz. Wie ich unser Inventar allerdings nutzen kann, das weiß ich nicht. Okay, wir gehen nochmal den Weg zurück. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier den einen oder anderen Pilz noch verpasst haben. So, hier wird es wohl keine Pilze
geben. Doch, da haben wir, auch wenn es ein Fliegenpilz ist. Da ist auch nochmal ein Schwammer. Ach guck, hier kommen wir ja noch weiter. Dann sollten wir natürlich auch mal schauen. So, noch einer. Naja, gut. So werden wir natürlich hinkriegen, denke ich mal. Da nichts, nur Sonnenstrahl. Da geht's nicht durch. Okay, wir können also hier im Wald Pilze sammeln und der Wald, okay, ist größer als ich dachte. Ich will mich aber auch nicht verlaufen, Leute. Soll ja nicht gleich zu einem Horrorspiel ausarten, wo wir nachts im Wald rumklauchen und unseren Weg nicht mehr finden. Ne? So, da ist der Hauptweg. Aber ich hatte hier auf der Seite, da gab es so, irgendwo gab es hier doch auch noch einen Weg. Ja, sehr schön, hier wachsen sie, die Pilze. Hier wachsen sie. Und was ist das? Eine Schaufel, Leute? Aha. Aha, aha. Das war jetzt aber auch ein reiner Zufallstreffer. So, warte mal. Wenn wir die Schaufel, was können wir denn damit machen? So, was haben wir hier? Die Bestandsliste. Wir haben Fertigkeiten. Wir haben Infos über Wolpertshofen. Und wir haben, okay, hier die Personen, die wir treffen. Möchte nicht an seinen Vater verraten werden. Na, wer will das schon? So, gut. Wollen wir uns hier oben mal umschauen noch? Ja, ne? Hier können wir ja nicht rein. Hier kommen wir nicht rein. Gut, wir zählen mal unsere Pilze, Leute. 13. 13 haben wir. Okay. Da ist abgesperrt. Hat sich nichts getan. Okay, wir haben eine Schaufel. Geben wir dem Jungen mal die Pilze. Hallo Junge. Ich glaube, ich habe genug Schwammerl gefunden. Sonst doch mal her, die Burschen. Hier, schau. Toll, echte Prachtschwammerl. Und wissen's, was das Beste ist? Na, weiß ich nicht. Schwammerl sind so... Na, was auch nicht. Wenn ich Schwammerl ist, fühl ich mich immer gleich besser. Probieren Sie es später doch auch einmal. Und was Sie auch einmal probieren sollten, ist das Schwammelragout von der Kathi im Wirtshaus. Das schmeckt, sag ich Ihnen. Da werden Sie staunen. Alles klar, Erfahrungspunkte 10. Und wir gehen erstmal weiter Richtung Dorf, ne? Also wir haben die
Werkbank ja hier, da können wir aber noch nichts machen, denke ich mal. Wo die gerade wieder so schön aufleuchtet. Ne, da geht auch nur Laterne auffüllen. Was wir aber momentan auch noch nicht können. Aber wir haben unsere erste Info. Wir können bei der Gati im Wirtshaus. Gibt es lecker Schwammerragout, ne? Okay, so Leute, was macht die hier draußen? Die Wache Bertel. An der Stelle, an der Weg über eine Brücke in den Ort hineinführt, stehen zwei Männer an einem Feuerkorb. Wer kann jetzt das sein? Au, wie zwick. Monsters ist er. Na, das glaube ich nicht. So schaut doch kein Räuber aus. Woher willst du das auf einmal wissen? Hast du ihn schon mal gesehen, den Pasqualini? Kommt der zum Karteln zu dir oder was? Lieber einmal vorsichtig, als einmal leichtsinnig. Na, ich würfel lieber als zu karteln. Würfel habe ich immer da. Jetzt hör auf mit deinen blöden Würfel. Dauernd liegst mir damit in die Ohren. Magst er mir jetzt damit auch noch auf die Nerven gehen? Würfeln tat ich immer und mit jedem. Sollen wir eine Partie? Ja, gerne, aber ich kenne die Regeln noch gar nicht. Keine Angst, die sind schnell erklärt. Na gut, eine Runde. Prinzipiell ist recht einfach. Sie müssen nur einen höheren Wert würfeln als die Schwierigkeit. Aber probieren es halt einmal. An Rest erkläre ich im Spiel. So, einfach mal würfeln. Sixtes, geht doch. Und nu? Schwierigkeit wäre 8, Bauchgefühl 6. Ich verstehe nicht. Ich weiß nur immer noch nicht, was ich machen soll. Und wenn sie ein schlechteres Ergebnis beim Würfeln haben, können sie das mit der entsprechenden Fertigkeit ausgleichen. Aber wenn einer die Fertigkeitspunkte ausgehen, haben sie halt verloren. Pech. Okay, wir brauchen also mindestens eine 8, wenn ich das richtig sehe. Und ich habe noch zwei Punkte gegen hier, also drauf, runter vom Bauchgefühl, okay. Alles klar. Wir müssen also mindestens eine 4 würfeln, ja. Alles klar, und damit verlassen wir mal. Ich weiß nicht, habe ich jetzt gewonnen? Jetzt langt's aber mit dem Schmarrn. Wir sind im Dienst. Was wollen Sie denn überhaupt? Mein Name ist Schmidt. Ich wurde vom Ministerium in der Stadt geschickt, um hier einen Bericht zu erstellen. Na, das geht jetzt nicht. Keiner kommt hinein oder raus. Ah, du nicht. Das ist eine Anweisung vom Bürgermeister Griesbacher. Aber... Da hört man schlecht bei euch in der Stadt. Das geht halt nicht. Kimmst halt woanders wieder. Da kann man jetzt nichts machen. Meine Herren, ich versichere Ihnen, ich bin kein Räuber. Ah, Bertel. Er sagt, er ist gar kein Räuber. Jetzt sei Staat. Welcher normale Mensch leicht so im Wald umeinander? Wir wissen ja nichts über den. Kimmt er einfach so der Herrstrawanst? Wir kennen den beide nicht und darum kimmt er da auch nicht rein. Und gewürfelt wird er auch nicht mehr. Jetzt frage ich mich jedoch, ob ich hier draußen überhaupt sicher bin, wenn diese Räuber wirklich so gefährlich sind. Was würde der Bürgermeister denn sagen, wenn mir was zustößt? Wäre Intelligenz, ne? Sie fragen sich, ob ich ein Räuber bin. Ich frage mich, ob wir überhaupt sind oder die Existenz nur eine Illusion in den Wirren der Zeit. Sie beide hören mir jetzt mal gut zu. Ich habe Anweisungen von ganz oben und rate Ihnen, tun nicht mehr, jetzt den Weg freizumachen. Das wäre dann mehr oder weniger so das starke Auftreten. Komm, wir versuchen es mal mit Intelligenz, obwohl ich nicht so ganz hundertprozentig sicher bin, ob ich mit den beiden da an der richtigen Stelle bin. So ein Schmarrn, geh mir nicht auf den Senkel, mach einen Schuh. Gut, so kommen wir hier nicht rein, Leute. So kommen wir hier nicht weiter. So, und ich bin... ein Fass, wir können es untersuchen. Ein Fass versperrt den Weg. Okay, so viel dann zur Untersuchung. Ich habe es also übrigens wohl falsch gesehen. Ich war nicht bei der Polizei in München. Wir belauschen.
Aber lauschen kann ich von der anderen Seite, aber dazu muss ich auf die andere Seite, ne? Ja, ihr merkt schon, hier haben wir gleich das erste große Problem. Wir kommen gar nicht ins Dorf, nein. Aber vielleicht kann uns ja der Junge helfen, oder? Aber Leute, ich habe doch die Brechstange. Na, mal gucken. Mal sehen, was der Junge sagt. Du Junge, die Wachen an der Brücke lassen mich nicht in den Ort. Wie bist du denn an den Wachen vorbeigekommen? Mit einem ganz starken Ablenkungsmanöver. Und dann heimlich vorbeischleichen. Oh ja, die Pascolinis. Die Band treibt so manchen im Ort braune Flecken in die Hosen. Verstehen's? Da fällt mir ein, dass ich vor kurzem einen Zettel gefunden hab, auf dem der Pascolini zum Sängen war. Der ist da noch irgendwo. Da stehen bestimmt einige Informationen drauf, die man nutzen kann. Ich bin gerade aber nimmer sicher, wo der ist. Schauen's einer mal bittchen um. Aber schauen's einer sehr genau um. Verstehen's? Sehr genau. Als ich den das letzte Mal gesehen hab, da stand ich da drüben beim Fassel. Mehr weiß ich aber auch nimmer. Stehen's einer da mal hin. Vielleicht haben's Glück und finden den. Wenn's ihn finden, dann bringen's ihn mir bitte. Als kleines Dankeschön kriegst du von mir erst einmal 3 Brezen. Die sind lecker und helfen bestimmt beim Suchen. Na gut. Hier soll's irgendwo stecken. Dann schauen wir mal. Aber vorher gehe ich mal ins Inventar, Leute. Die Brezen essen wir uns mal eine, oder? Konzentration plus 100. Tja, Leute. Wo könnte das sein? Sehr genau. Ich schau mal eben in die Einstellung, Leute, und zwar in die Steuerung, ob es da irgendeine Möglichkeit gibt. Detektivmodus mit F. Okay. Pass auf Farben und Kreisch auf. Hörst du's? Hier muss sein. Naja, da ist grün. Pass auf Farben und Kreisch auf. Auf Farben und Kreische. Oh, guck mal, was haben wir denn da? Da war es grün, ne? Pass auf Farben und Kreisch auf. Pass auf Farben und Kreisch auf. Pass auf Farben und Kreisch auf.
Pass auf Farben und Kreisch auf. Da waren wir schon, da waren wir auch schon. Da war doch was. Da war doch was. Hier sollte ich mich mal... Pass auf Farben und Kreisch auf. Hier sind wir auf dem Holzweg. Hier sind wir auf dem Holzweg. Pass auf Farben und Kreisch auf. Irgendwie... Da war doch was. Wenn du dich nimmer konzentrieren kannst, ist er Brezen. Okay, dann werden wir das wohl machen müssen. So, ne? So, dann werden wir hier nochmal eben... Pass auf Farben und Kreisch auf. Neu starten, beziehungsweise den Weg nochmal gehen. So. Pass auf Farben, da war doch was. Ah, hier waren wir. Pass auf Farben und Kreisch auf. Da war doch was. Da war doch was. Da ist der Steckbrief, okay. Ich muss also erst mit der Maustaste drücken, damit ich den sehen kann. So, das ist der Steckbrief mit dem Bild des Gesuchten. Gesucht wird der Räuber Johann Pascolini mit seiner Bande. Dem Gesuchten liegen mehrere Verbrechen zur Last, darunter Viehdiebstahl, Untreue, Einbruch und Trickbetrügereien. Er entkam der Inhaftierung und ist auf der Flucht. Der Gesuchte ist von großer Statur, dünn und mit hoher Stirn. Alles klar, so die Infos haben wir. Damit gehen wir nochmal zu dem Jungen, ne? Hallo Junge, die Information. Interessant, in dem Steckbrief ist sehr genau beschrieben, wie der Pascolini aussieht. Perfekt. Da hab ich direkt eine Idee. Ich kann die Wachen vorspulen, dass die Pascolinis einer überfallen wollen. Dann laufen die zwar bestimmt davon und sie können ungesehen in den Ort schleichen. Dazu müssen sie mir aber ein paar Sachen bringen. Na gut, was brauchst du? Ich glaube, dass sie mit ein paar Stecker zurechtkommen. 4 Stecker waren gut. Und wo kann ich die finden? Das ist nicht so einfach. Ich brauch nämlich schöne Stecker. Die müssen schon was ausholen. Nicht so windige Zweigerl. An der Mui finden sie bestimmt ein schönes Heiz. Die müssen halt aufpassen, dass die Wachen sie nicht erwischen. Unten am Wasser führt ein Pfad lang, an dem voll Buschen wachsen mit schönen Blätten. Da kann man sie super verstecken. Da sandeln auch überall so Burschen rum. Einer von denen ist echt ein zacher Hund. Der haut einer mit Ohrenschlag zurück in... Ich bin gespannt, wie sie sich schlagen werden. Oder ob. Haben Sie denn keine Brezen dabei? Ja, die habe ich wohl übersehen. Dann essen Sie erst mal was. Falls Sie später noch eine brauchen, dann kümmern Sie gerne wieder. Ich habe eigentlich immer welche dabei. Für harte Zeiten. So, Leute. Wollen wir mal gucken. Ob wir hier... irgendetwas finden. Da ist nochmal die Werkbank. Ich glaube, hat es hier irgendwo ge... Haben wir hier eine Möglichkeit? Haben wir hier eine Möglichkeit? Nee, Leute. Aber dann schauen wir noch mal. Was haben wir denn jetzt für Aufträge? So, das sind Fertigkeit. Wir haben einen Fertigkeitspunkt bekommen. Scharfsinn, Wendigkeit. Wir hauen erstmal, glaube ich, eine auf Scharfsinn, oder?
So, und wie kann ich den jetzt verbessern? So, alles klar. Dann wollen wir mal gucken. Da haben wir eine kleine Karte. Unten am Fluss sollte ich mich mit F umschauen. Und den Bertelhammel. Und die Geschichte von Pascolini. So, die Frage ist natürlich, wie kommen wir unten an den Fluss? So, ist abgesperrt, wissen wir. Ja, da könnte man sich ja verstecken. Achso, da ist noch ein Pilz, okay. Also, das noch mal ins Inventar. Ich weiß, ich habe... Ah, ich habe einen Schlüssel bekommen, Leute. Für das Tor an der Mühle. So, die Mühle dahin. Ah, okay. Ich verstehe. So, wir brauchen schon... Hier sollte ich mich mal umschauen, hat er gesagt. Na, dann schau dich mal um. Eigentlich brauchen wir... Keine Ahnung. Also die... Ah, Moment, da haben wir nochmal einen Pilz. So, ist abgesperrt. Aber, und hier hoffe ich, dass uns der Schlüssel weiterhilft. Nee, tut's nicht. So, ich muss eine Brezel essen. Aber ich... Ihr hoppt doch. Warum klappt's denn nicht, Leute? Wenn wir hier nicht rumkommen und wir können aber ja... Ah, wir müssen also einen riesen Bogen wieder machen. Pilze, die scheinen nachts zu spawnen. Hier sollte ich mich umschauen. Oh, okay. Na, hier vorne müssen wir. Irgendwo hier vorne hat es gerade geleuchtet. Da hinten. Da ist nichts.
Und unser Brezel ist auch bald wieder am Ende, Leute. Ja, aber... Ein Stock. Okay. So, einen Stock haben wir gefunden und die Brezeln, die gehen auch schon wieder zur Neige, Leute. So, ich glaube, wir gehen noch mal bis zum Ende des Weges und gehen dann wieder zurück, ne? Ich sollte eine Brezel essen. Ja, Leute, sollte ich tatsächlich. Aber mit Blick auf die Uhr ist die Spielzeit schon wieder vorbei. Und wir haben es noch nicht mal in die Stadt geschafft, Leute. Wir haben es nicht mal in die Stadt geschafft. Okay, könnt ihr mal eure Meinung zum Spiel in die Kommentare schreiben, liebe Leute. Ob der Inspektor noch ein, zwei Folgen unterwegs sein soll oder ob es so pressiert. Bis dahin, ich sage ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.